Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Last Day on Earth. Und wir machen da weiter, wo wir im letzten Stream aufgehört haben. Wobei nicht ganz, ich bin zwischendurch schon ein bisschen weitergekommen. Und so habe ich hier mein Häuschen fertig gebaut soweit. Aber ich glaube, das hatten wir noch im Stream gemacht. Dann habe ich mir hier noch so eine Kiste gebaut. Ne, da habe ich auch schon ein paar Sachen drin. Ich habe auch noch Kippen gefunden und... ja, warte mal, die brauche ich glaube ich gar nicht. Ich habe so viele Bären dabei. Und dann habe ich hier auch noch so einen Bärentee. Den habe ich mir gemacht. Den kann man hier sicher auf dem Lagerfeuer machen. Aktuell mache ich mir hier ein Fleisch. Ich will jetzt mal gucken, wie viel das Fleisch wohl beim Essen bringt. Zack, ich esse das mal. Weil der hatte gerade Hunger. Ja gut, hat 30 gebracht oder so. 20, 30. Also das ist nicht schlecht. Also das Fleisch bringt gebraten auf jeden Fall deutlich mehr. Dann müssen wir eben kurz mal eine Dusche nehmen, weil ich wurde von irgendwelchen komischen Kackviechern vollgekotzt. So komisch es klingen mag. Ja, ich wurde vollgekotzt. Aber vorher kann ich hier auch nochmal die leeren Flaschen reintun. Hier braucht man nur das Material. Dauert 10 Minuten, bis die Flaschen voll sind. Und das ist so ein Regenfangbehälter quasi. Und hier habe ich auch noch Flaschen. Die werde ich mal eben kurz benutzen, um zu duschen. So, und dann duschen wir hier jetzt mal. Ja, muss eben sein, damit wir sauber werden. Und eine Frage für die Experten unter euch. Sagt mal, also die das Spiel vielleicht schon ein bisschen länger spielen, sagt mal, regenerieren sich auch irgendwie teilweise die Ressourcen oder muss man immer weiter weglaufen? Das würde mich ja persönlich mal interessieren. So, jetzt habe ich noch zwei leere Flaschen, die kann ich hier auch reintun. Dann muss ich nochmal gucken, was ich hier alles noch in dem... hab, ob ich da irgendwas vielleicht... mehrfach hab. Warte mal, werde ich mal das hier reintun. Das hier werde ich hier auch... boah, warte, ich muss mal eben kurz gucken. Können wir vielleicht auch noch was Neues entwickeln? Also ich habe auf jeden Fall schon ein paar neue Sachen entwickelt. Und zwar wären dort... einmal... wo haben wir es? Hier. Einmal habe ich jetzt das Beet, was ich noch bauen kann. Das wollte ich sowieso noch bauen. Habe ich dafür... ja... dann bauen wir uns nämlich mal eben ein Beet, wo wir was anbauen. Eigentlich wollte ich auf der Seite, auf der anderen Seite wollte ich eigentlich noch ein kleines Häuschen dazu bauen, irgendwann. Vielleicht baue ich mein Beet einfach hier hinter. So, bauen. Zack. So, dann haben wir hier unser Beet. Ich weiß nicht, vielleicht wäre wahrscheinlich noch ein Beet sinnvoll. Ah, wobei, da braucht man auch Material. Okay, aber das habe ich ja. Gucken wir das mal darauf. Eine Stunde dauert das. Na, vom Ding her könnte dann wohl noch ein Beet nützlich sein. Hm. Egal, wir lassen es erstmal bei einem Beet. So mega viel werde ich sowieso nicht pro Tag machen, weil ich werde das immer nur am PC zocken. Und am PC bin ich meistens nur einmal am Tag. Das heißt, ich werde nicht zu weit vorauszocken. So dass wir beim nächsten Stream auch hier so ein bisschen weitermachen können oder hier so ein bisschen ansetzen können, wo wir hier heute oder wie weit wir hier heute im Video kommen. Ja, so weit, so gut. Ja, meine Pistolen habe ich verbraucht. Wir haben hier, wie gesagt, diese ganzen Sachen haben wir hier jetzt. Was wir natürlich auch noch beim Grill machen könnten, ist diese Beans-Dosen einschmelzen, glaube ich. Das wäre auch noch möglich. Was wir allerdings auch noch machen können, ist eine Tischlerbank. Und die brauchen wir auch, weil wir brauchen das Holz. Nämlich, um uns irgendwann hier diesen Chopper zu bauen. Und mit dem Chopper kommen wir dann, glaube ich, schneller woanders hin. Also brauchen wir auf jeden Fall die Tischlerbank. Und außerdem auch für den CB-Funk. Und irgendwann kann ich auch einen Clan gründen, wo ihr auch beitreten könnt. Das habe ich auch schon rausgefunden. Und dafür brauche ich den Sendemast. Ich weiß gar nicht, wo der Sendemast ist. Vielleicht reicht das auch, wenn man zu dem Sendemast kommt. Hier, diesem Funkturm. Den muss ich bauen. So, und ich baue jetzt aber erstmal die Tischlerbank. Alles andere habe ich ja hier oben schon. So, und die können wir uns dann auch mit hier reinbauen. Ich muss zwischendrin mal wieder was essen. Mal gucken, wie viel bringen die Bären nochmal. Ach, die bringen auch nicht so viel. Essenstechnisch bringen die fast gar nichts. Egal. Ich hau die mal ordentlich weg. So, dann haben wir nämlich erstmal ein bisschen Sättigung. Und dann... warte mal, hat mich das jetzt beim... oh, beim Trinken auch nicht auf 100% gebracht. Egal, ein Getränk haben wir hier noch. Ich will noch einmal so einen trinken. Oh, okay, das bringt 10 und bringt auch beim Trinken deutlich mehr.
So, jetzt muss ich schiffen. Dann wollen wir mal eben kurz hier einfach hinpissen. Schön zensiert, auf jeden Fall. So, und dann bauen wir uns eben kurz unsere Tischlerbank. Ich muss natürlich aus dem Haus rauslaufen. Ich könnte vielleicht auch im Haus schiffen, aber ich meine, wo man wohnt, da sollte man sein Geschäft nicht erledigen. So, und dann bauen wir das hier mal hin. Zack. Ja, alles klar. Nicht wundern, ich spiele das Spiel am PC über einen Memo Android Emulator. Und man hört auch manchmal die Tasten, weil ich mit A, S, W, D, also den quasi Shooter-Tasten steuere. Und wir wollen jetzt mal weitergehen. Oh. Oh, oh, oh. So, den Wolf haben wir weggeklatscht. Achso, natürlich sollten wir uns da nochmal die Sachen rausholen. Meine Taschen sind mir zu voll, ey. Leider haben wir ein Problem. Und zwar das Problem, dass ich hier nicht mal mehr Holz habe, glaube ich, ne? Alter. Nur noch so wenig Holz. Wir müssen mal eben kurz nach Holz gucken, damit wir uns noch so eine Truhe bauen können. Damit wir nicht immer alles mitnehmen brauchen. Und wie kann ich mir mein Beil nochmal herstellen? Alter, jetzt habe ich mein Holz verbraucht und kann mir nicht mal mehr ein Beil herstellen. Das ist natürlich auch klug gewesen. Und hier liegt natürlich nichts rum. Musste ja so sein. Ja, also es sieht so aus, als wenn wir hier auf jeden Fall nichts finden. Wir können auch einmal kurz hier reingucken, ob ich im Truck noch was gelagert hatte. Oh, hier habe ich auch noch einiges gelagert, allerdings kein Holz. Schade. Schade. Dann müssen wir woanders hin. Und dann gucken wir nochmal, was wir da so finden. Woanders. Ich habe jetzt ja zurzeit überhaupt gar keine Ausstattung mehr, nix. Und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier wieder mal ein bisschen was finden. Und den Wald hatte ich eigentlich echt komplett abgegrast. Ich weiß halt nicht, ob das wieder wächst, ne? Hier war ich auch. Da habe ich auch schon ein bisschen was rausgeholt gehabt. Ja, und in 3 Stunden kommen hier die Zombies irgendwie. Ich weiß nicht, was die machen. Ob die einen ausrauben. Weil eventuell oder sehr wahrscheinlich bin ich zu dem Zeitpunkt eh nicht aktiv. Also nicht da. So, treten wir mal bei. Mal gucken, ob hier wieder was neu gewachsen ist oder neues Holz gibt. Einen Tag später. Müsste ja eigentlich. Ich meine, das ist doch der Ort, wo sich alle bedienen. Ja, sieht gut aus. Wobei, holztechnisch sieht es jetzt nicht gut aus. Das nehmen wir auch mal mit. So, machen wir mal ein bisschen Auto. Dass der hier mal ein bisschen sammelt. Bären haben wir eben auch gut verbraucht. Von dem her können wir da auch noch mal ein bisschen sammeln. Wichtig ist, dass wir Holz finden. Neues Holz. Das ist quasi das Wichtigste. Dann können wir uns nämlich noch mal ein Beil bauen. Wenn wir uns noch mal ein Beil bauen können. Zack, hauen wir die hier mal alle weg. Oh, warte mal. Den mal eben. Und dann will ich mich mal eben kurz anschleichen. Ich will das Reh erledigen. Ja, komm, haut die alle mal weg. So, Inventar, was Seile angeht, bin ich voll. Fleisch können wir nochmal mitnehmen. Ja, jetzt habe ich schon wieder gut leben gelassen. Oh, warte mal, da haben wir nochmal einen Hirsch. Jo, das nehmen wir auch nochmal mit. Aber kein Holz, ne? Kein Holz in Sicht. So, hier haben wir nochmal eine Kiste. Vorher nochmal den weghauen. Ja, damit kann ich nichts mehr anfangen. Oh, von hinten kommt schon wieder irgendwas. Angelaufen. So, hat sich der auch erledigt. Auch was Bären angeht, sind wir voll. Ist ja wunderbar. Wunderbar, dass wir alles nicht mehr mitnehmen können, was wir hier haben. Und wir brauchen einfach nur eine Sache, und zwar Holz. Ich und mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Ich dachte ja nicht, dass es so schwer wird, auf einmal Holz zu kriegen.
Damit hätte ich nicht gerechnet. Wobei halt auch einfach mein Beil kaputt ist. Und wo habe ich es mir kaputt gemacht? Alter. Nein! Oh Gott, ich habe richtig viel verloren gerade. Habt ihr es gecheckt? Wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt in meiner Base? Ja. Ich will direkt wieder rüber. Ich weiß nicht, ob man seine Sachen wiederfinden kann. Aber vom Grundding her... Alter. Vom Grundding her, wenn das da noch liegt und ich das noch wieder einsammeln kann und da gerade kein anderer sich das eingesammelt hat, dann wäre ja alles gut. Das muss ich mal eben abchecken. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das hat sich erledigt. Wenn man das erstmal verloren hat, dann wird man das eh nicht wiederfinden. Selbst wenn man von Zombies umgebracht wurde. Hätte ich mich vielleicht doch mal heilen sollen. Wäre vielleicht mal ganz gut gewesen. So, gucken wir mal, ob unsere Leiche da vielleicht noch liegt. Ob wir uns selber nochmal ausrauben können. Hier in der Nähe sind wir doch irgendwo abgekackt. Alter, gleich kacke ich hier nochmal ab. Ah, es sieht nicht danach aus, als wenn da noch irgendwas wäre von uns. Geil, haben wir alles verloren. Läuft doch. Event. In der Nähe wurde eine humanitäre Hilfslieferung abgeworfen. Bestimmt ist sie interessant. Zeigen? Okay. Dann laufen wir jetzt dahin. Wir haben ja jetzt sowieso gerade nichts Besseres zu tun. Wobei ich jetzt eine leere Tasche habe, keinen Rucksack und nichts. So ist. Schauen wir nochmal, was wir hier in der humanitären Liefer-Dings finden. Sind übrigens jetzt schon fast Level 10, für die, denen es auch aufgefallen ist. Ah gut, guck mal hier, es gibt auch ein bisschen Holz hier. Somit können wir uns vielleicht gleich unser Beil bauen. Wenn wir uns unser Beil bauen können, dann können wir hier auch noch Bäume fällen. Alter, hier sind schon wieder diese Kotzdinger. Alter Verwalter. Wollen die mich verarschen? Junge, Junge, Junge. Da laufen wir nochmal kurz raus. Dann wieder rein. Weißt du, die kotzen mich da voll und ich habe nichts dabei. Weißt du, ich kann mich weder irgendwie beleben noch sonst irgendwas. Ich kann gar nichts machen. Kann mich nicht heilen. Ich brauche noch ein Holz. Warum? Ganz einfach, damit ich mir gleich Bäume fällen kann. Und wenn ich mir Bäume fällen kann, dann kann ich mir auch noch einen Rucksack bauen. Ach nee, dafür brauche ich Seile. Na gut, ist auch nicht so schlimm. Seile kann ich mir gleich auch noch... Hä? Ach so, ich brauche noch Steine dafür, okay. Ich dachte, ich brauche da diese Faserdinger da. Alter. Digga, gegen die Dinger hat man ja überhaupt gar keine Chance. Das waren noch Zeiten, als ich noch eine Waffe hatte, ey. Das waren noch Zeiten, ey. So kriegst du ja gegen die... Siehst du ja kein Land. Da hatte ich ja noch die Waffen und so weiter aus der Basisstation. Aus dem Bunker da, ne? Jetzt kriege ich ja gegen die ja kein... Die habe ich gegen die ja gar keine Chance mehr. Alter. Kommt direkt wieder, der Vogel. Ja, es ist ziemlich hoffnungslos hier. Da brauche ich eigentlich gar nicht ankommen. Ich glaube, ich gehe nochmal wieder zur Base. Verbraucht zwar unnötig Energie, aber das bringt ja so gar nichts. Alter Schwede, hätte ich das gewusst, wäre ich da gar nicht hingegangen. War unnötiger Energieverlust. Denn alles in allem muss man sagen, ganz ehrlich, ohne Ausrüstung kriegst du da ja nur auf die Fresse. Da musst du ja vor jedem Zombie weglaufen. Aber das wusste ich nicht. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich hatte zuletzt ja mal Waffen gehabt und so. Da habe ich die einfach alle weggeballert. Da war das überhaupt kein Problem. Aber so, ey, da siehst du ja richtig alt aus. So, wir haben ja aber auch überhaupt nichts Nützliches drin, ne? Außer hier jetzt ein Beil.
Ich werde jetzt trotzdem... Trotz dessen ich jetzt kaum Ressourcen habe, kann ich jetzt mir noch eine Kiste bauen vielleicht. Ja, könnte ich. Ein Beil müsste ich mir aber eher bauen. Dafür bräuchte ich aber noch Steine. Und Steine habe ich hier auch nicht mal mehr rumliegen. Hier bei mir in meiner Hood. Naja, Leute, das war's dann aber auch erstmal wieder mit dieser Folge. Ich werde gleich nochmal ein bisschen nach Steinen suchen. Werde mal versuchen, mich wieder ein bisschen auszustatten, sodass wir in der nächsten Folge dann wieder einen schlagfertigen Typen am Start haben und nicht hier so eine Gurke. Und dass wir dann nochmal ein bisschen was gebacken kriegen in der nächsten Folge. Ja, ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch hier mal ein bisschen meine neuen Sachen zeigen. Ihr könnt mir ja mal ein paar Tipps in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt. Und wie gesagt, ich werde irgendwann auf jeden Fall einen Clan gründen, wenn es soweit ist. Aber geht wahrscheinlich erst ab Level 28, wenn ich auch einen Funkturm bauen kann. Aber bisher ging es mit den Leveln eigentlich relativ schnell. Von dem her bin ich da guter Dinge, dass wir das auch noch, auch weiß ich nicht, in ein, zwei Wochen haben. Also in ein, zwei Wochen einen Clan gründen können. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ihr könnt ja mal auch euer Feedback reinschreiben, ob ihr Bock habt auf dieses Projekt oder nicht. Also ihr könnt in die Kommentare ja mal schreiben, ob ihr mehr von Last Day on Earth sehen wollt oder nicht. Denn ich bin zurzeit so ein bisschen auf der Suche nach neuen Projekten, gerade für die Zeit, wenn ich jetzt demnächst auch im Urlaub fliege und so weiter, was ich dann zwischendurch hochladen kann und ein bisschen planen kann. Und nach dem Urlaub kommt ja dann auch schon fast FIFA 18 raus, da geht es dann sowieso richtig rund. Clash of Clans ist natürlich sowieso, aber zum Beispiel Castle Crush ist so ein bisschen raus auf meinem Kanal. Ich habe am Ende gemerkt, dass da kein Interesse besteht und... Deswegen, am Ende war so, am Anfang war so ein paar, eine Woche vielleicht Hype und danach war es das schon wieder. Deswegen, das ist kein Projekt für meinen Kanal. Ich brauche schon Projekte, die auf lange Sicht, ja, geschaut werden und nicht irgendwie so eine Projekte, wo keiner, wo die Leute nur ein, zwei Tage drauf Bock haben und dann war es das. Von dem her, machen wir es so und schreibt mal euer Feedback in die Kommentare. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und schaltet mal die Glocke auf on. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt stabil, haut da rein, ciao.